Erster Sudaninmond. Ich habe die Quelle erreicht. Es ist, wie Tario vermutet hat. Irgendwas verwandelt das Wasser zu brennendem Gift. Ich kann nicht sagen, was es ist. Aber es wird immer schlimmer. Es ist kaum noch klares Wasser bei der Quelle übrig. Immer mehr von dem Gift kommt aus der Quelle. Dritter Sudani. Irgendwer steckt in der Quelle fest, aber ich komme nicht heran. Ich glaube, dass dieser Gegenstand das Gift ins Wasser streut. Ich werde mir einen Nagelstock bauen. Vielleicht bekomme ich das Ding damit heraus. Vierter Sudani. Der Nagelstock ist fertig, aber ein Drachling hat meine Handschuhe gestohlen. Ohne Schutz wird das Wasser der Quelle meine Hände verbrennen. Kaum noch klares Wasser übrig. Siebter Sudani. Ich komme nicht an den Ursprung des Giftes heran. Das giftige Wasser hat meine Hände ganz verbrannt. Ich kann sie kaum noch spüren. Ich glaube, ich habe Fieber. Es tut so weh. Hätte ich nur meine Handschuhe. Achter Sudani. Das Ding sitzt einfach zu fest. Rechts runter bin nicht schnell genug. Ich fürchte, ich muss aufgeben. Zehnter, die H7 haben angegriffen. Ich glaube, sie haben das Dorf umzingelt. Wahrscheinlich sind dort alle tot. Ich bleibe hier, wo es wenigstens noch etwas reines Wasser gibt. Wie im Dorf brauchen es sowieso nicht mehr. Okay, ein Drachling hat die Handschuhe gestohlen, Einsatzbereit. die eigentlich Jawohl. gebraucht werden, um Erwarte Befehle. den Stein aus der Quelle zu kriegen, damit die da oben im Dorf wieder Wasser kriegen. Bis jetzt habe ich aber nur noch keinen Drachling gesehen. Und ich habe nur einen Adamantium-Barren. Naja, fangen wir schon mal an, damit die Mentalisten auszubilden. Unsere unglaublich tollen Erzmagier. Die Aria-Quelle ist jetzt leider bald versiegt. Erwarte euer Kommando. Also was heißt versiegt? Sie wird sich erholen, aber es kommt halt nicht mehr viel nach. Eisen haben wir dafür genug. Das heißt, wir müssten zur Not die Holzvorräte schwinden. Obwohl hier oben noch ein ganzer Wald ist, aber Holz haben wir eh genug. Also die einzige Einheit, ja, die wir ausbilden, die Holz braucht, ist hier der Scharfschütze. Und bis wir die 2000 Holz, die wir da noch haben, verbraucht haben. Gut, wenn es hart auf hart kommt und wir merken, es wird weniger Holz, errichten wir halt da oben nochmal Holzwerke. Ja, bin unterwegs. Oder ich errichte gleich eins. Ärmel hoch und los. So, du liefer mal ab. Da kommt schon wieder ein Derwisch diesmal. Ein Angriff der Verfügt über mich. Bin unterwegs. Ärmel hoch und H7. los. Oh, der ist jetzt wieder etwas größer. Die Derwisch sieht aus wie eine Flammentänzerin. Was ich schon mal interessant finde. So, noch ein Mentalist. Dann meine letzten 5 Arbeiter zum Türme hochziehen, wenn wir dann hier erobert haben.
Gebt das Zeichen. Gebt das Zeichen. Kämpft! Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Gebt das Zeichen. Verstärkt die Verteidigung! Erwarte euer Kommando. Feindkontakt! Jawohl! Bereit für den Kampf. So, die Mentalisten. Der Greif wartet schon. Schenke uns günstigen Wind. Schnell! Sofort! Und los! Hier bin ich. Bin unterwegs. Euch fünf hinter die Verteidigungslinie. So, das sollte jetzt reichen, um noch das hier abzuholzen. Wenn nicht, haben wir hier immer noch genug Holzmöglichkeiten. Der Greif wartet schon. Schenke uns günstigen Wind. Sofort. So, dann gucken wir mal, wie gut unsere Mentalisten sind. Folgt mir. Das sollte nämlich als Armee reichen. Ich speichere aber sicherheitshalber mal. Also den Spielstand, den lösche ich jetzt. Speichere über den. Verstärkt die Verteidigung! Okay, natürlich. Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Verteidigung! Au. Freundlicher Angriff! Sie schlagen zu! Einsatzbereit! Schlag sie zurück! Sie schlagen zu! Sind auf Feinde gestoßen. Verstärkt die Verteidigung. Befehle. Wo sind beide Mentalisten? Feindlicher Angriff. Hin. Wow. Sie schlagen zu. Sie Schlag haben es sie auf uns zurück. Abgesehen. Wir sind bereit. Hierin schütze uns. Zurück mit euch. Schlagt sie zurück. Sie haben es Schlag auf uns Sie abgesehen. Zurück. Vorsicht! Okay. Sie sind überall! Startmenü bitte. Das müssen wir anders machen. Ganz dringend. Die Rune ruft. Auf dem Weg. Verstärkt die Verteidigung. Auf mein Mir Kommando. Nach. Aber nicht auf die Art. Ach du meine Güte. Okay. Spielladen bitte. Auf mein Zeichen. Alles Rückzug, alles Rückzug. Folgt mir! So, vielleicht verausgaben sie sich ja an Urias.
Oder wir kriegen erstmal wenigstens die Nahkämpfer. Zurück mit euch! Unverzüglich! Ja, ich alleine ist keine gute Idee. Die Hazim sind sehr stark, nämlich. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Ihr habt gerufen! Hierin. Schenke uns günstigen Wind! Jawohl! Vorsicht! Sie sind hier! Feindlicher Angriff! Gebt das Zeichen! Jawohl! Verstärkt die Verteidigung! Feindkontakt! Der Greif wartet schon! Schenke uns günstigen Verstand! Wir werden nicht da mitten reinrennen. Die Rune wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Jawohl. Erwarte euer Kommando. Zwei Paladine habe ich verloren. Vorsicht! Sie sind überall! Auf meinen Befehl. Mir. Zu Befehl. Auf dem Weg. Der Greif wartet schon. Schenke uns günstigen Wind. So, mal gucken, ob ich noch welche rauslocken kann. Jawohl, Befehl verstanden. Die Rune befiehlt unverzüglich. Wir sind bereits in der Luft. Okay, Urias. Verteidigt euch. Du mal für uns den. Verstärkt die Verteidigung. Sie schlagen zu. Der Greif wartet schon. Sie haben es auf uns abgesehen. Gebt das Zeichen. Feindkontakt! Bereit für den Haltet Kampf. Haltet durch, Männer! Feindkontakt! Gebt das Zeichen. Schlagt sie zurück! Sind auf Feinde gestoßen. Vorsicht! Sie sind hier! Okay. Questbuch aktualisiert? Ja. So, welches ist passend, scheint auf Dorf zu liegen, von dem der Fischer erzählt hat. Ihr solltet den Elsys in dem Dorf ist zum Weg nach Empyria befragen. Ihr habt auf gerufen! Auf eilenden Schwingen! Die Rune ruft? Erwarte euer Kommando. So, da sind zwei Paladine, da sind noch zwei, da fehlen mir noch zwei. Vier Kleriker fehlen. Machen wir fünf Kleriker. Ich bin irgendwie nicht so überzeugt von den Mentalisten. Und ja, so wie es aussieht, war die Blockade wirklich das Hauptkernpunktproblem. Ja, durchbrecht die Blockade. Räuber sperren den Weg in Richtung Empyria ab. Sie sind zahlreich und gut bewaffnet. Ihr werdet ein starkes Heer brauchen, um dort durchzubrechen. Muss die Hütte des Fischers, um euren Nahrungsvorrat schnell zu vergrößern. Oh, da. Werden wir doch noch ein bisschen was an Truppen brauchen. Bei
Weil da haben die H7 auf jeden Fall ein dickes, fettes Lager errichtet. Sind hauptsächlich Krieger. Ich zähle 6 Flammtänzerinnen. Was wünscht ihr? Schon auf dem Weg. Und 6 Schützen, also jeweils ein halbes Dutzend. Bin unterwegs.